Hallo, mein Name ist Kai Hase, ich fahre Freestyle Motocross und fahre beim Supercross in Dortmund mit und wir präsentieren jetzt mal mein Freestyle Motocross Motorrad. Also hier sehen wir eine tiefer geschnittene Sitzbank, ausgeschnittene Plastikteile, aber das haben wir schon ein paar Jahre dran. Wir zeigen jetzt mal andere Teile am Freestyle Motocross Motorrad. Hier haben wir so ausklappbare Dinger, da fragen mich einige, ob das Blinker sind. Die kann man ein- und ausklappen und die sind dafür da, dass wenn man in der Backflip-Rotation ist, sich mit den Unterarmen zurückdrücken kann, wenn die Füße während der Luft irgendwo hier klemmen. Und dann probiert man bis zur Landung wieder zurückzukommen aufs Motorrad. Hier haben wir einen Lenkungsdämpfer, der ist dafür da, dass wenn man in der Backflip-Rotation ist, zum Beispiel die Hände loslässt, dass der Lenker nicht hin und her flattern kann. Der ist jetzt geradeaus. Wenn ich den jetzt anschalte, dann lässt sich der Lenker ganz schwer bewegen, nur mit ganz viel Kraft. Und so verhindert man, dass sich das Motorrad verdreht oder der Lenker lose einfach wegklappt. Dieses Freestyle Motocross Motorrad ist im Endeffekt auch nur ein normales Motocross Motorrad mit ein paar anderen Anbauten und Ausschnitten, sage ich mal. Was wir noch verändert haben, ist das Fahrwerk, da wir größere Distanzen springen. Also wir haben härtere Gabel- und Dämpferelemente drin. Und ansonsten kann sich jeder Fahrer selber für einen Tuning-Auspuff entscheiden oder nicht. Ich fahre mit dem Originalen, weil die Leistung von der Suzuki mir vollkommen ausreicht. Das war mein Freestyle-Motocross-Motorrad und ich hoffe, wir sehen uns beim Supercross in Dortmund.